Leider auch kein erfreulicher Anlass, denn es gab eine Horrorhalbzeit halbzeit in Madrid, nachdem es eine großartige erste Halbzeit gab, 2 zu 0 geführt, dann eben doch mit 2 zu 5 letztendlich noch untergegangen. Und da auch jeder Trainer eine entscheidende Rolle spielt, wollen wir ihm doch zunächst mal zuhören. Hier ist Trainer Schein. Ich fand, dass das Mitball ein richtig gutes Spiel von uns war. Ähm, auch in der zweiten Halbzeit immer wieder Momente gehabt, wo wir, wo wir auch äh, ja, nicht nur Nadelstiche, sondern auch Ballbesitzphasen hatten, äh, die dann auch ähm, in Abschlüssen gemündet sind und äh, können das dritte Tor machen. Ich glaube, da stand sogar 2-2 und äh, ja, die zweite Halbzeit ist natürlich extrem bitter. Da kommt beides dazu. Wir haben sehr, sehr schlecht verteidigt, sehr schlecht verteidigt, aber auch die individuelle Klasse von von Real. Ich glaube, bei einem Tor, wo Vinny komplett durchläuft, obwohl wir da sehr schlecht verteidigen, aber das macht auch nicht jeder Fußballer. Ähm, dann glaube ich zweimal Pingpong und der Ball fällt zweimal vor die Füße von den Jungs und äh, das ist natürlich extrem bitter und ähm, ja, heute äh, tut's weh, weil mehr drin war. Extrem viel drin war, aber ab morgen müssen wir auch die Positiven aus diesem Spiel mitnehmen. Wenn wir gegen Real Madrid äh, so Fußball spielen können, dann müssen wir es gegen jeden tun und das muss unser Maßstab sein. Kann man diesen Untergang der zweiten Halbzeit mit zweimal Pingpong und einem überragenden Vinicius Junior ausreichend begründen? Nein, das ist selbstverständlich auch. Das Spiel, Bayern haben ja das Gleiche habe gegen einen Gegner leider angetreten, der es kann. Und wenn wenn Rafinha mit drei Toren äh, eines der besten Spiele seit er bei Barcelona Überragend. Ist. Und den hat Flick hingekriegt. Lass das noch schnell hinterher schicken. Das war Rafinha. dachte ich mir, was wollen die eigentlich mit dem? So. Jetzt wissen wir es. Ähm, sie sie, sie fährt halt nach Madrid und dann steht es 0-2 und dann geht Ancelotti in die Kabine, macht Ancelotti-Sachen und dann macht die Mannschaft Real-Sachen, weil Ancelotti ihnen sagt, habt ihr sie noch alle? So, was, wie, wie stellt euch das hier vor? Dann kann man ein Spiel noch verlieren. Nicht gut und für die Diskussion nicht förderlich war, dass Nurisharin in Minute 55 beim Stand von 2 zu 0 für den BVB die Schotten dicht machen wollte und eine Umstellung gemacht hat, eine Auswechslung geht ins Raus. Und dafür Anton Rhein und Pemberkette eher auf Defensiv. Wenn du das so machst, lädst du, setzt du ein Zeichen. Das kriegt der dümmste Mensch im Stadion, kriegt das mit. Das verändert sofort die gesamte Statik. Und dann ist also die Idee, wenn ich das richtig verstehe, Minute 55, lassen Sie mich jetzt versuchen, mathematisch das hinzukriegen. Dann habe ich noch 35 plus sagen wir mal in Realspiel lang, sagen wir mal, 40 Minuten habe ich jetzt. Real hier im Genick. Das kriegen wir schon hin. Aber auch wenn Scha Sie keinen Tra Trainerschein haben, um Max Falsch. Eberl zu zitieren, Herr Reif, das ist doch eigentlich etwas, was Schahin wissen müsste. Er hat bei Real gespielt, er hat bei Borussia Dortmund gespielt, er kennt diese Schlachten, er weiß, wie wichtig Psychologie ist. Ein Gittens, der hat ja wahrscheinlich vor Selbstbewusstsein kaum laufen können, weil die erste Halbzeit so super gelaufen ist. Die Mannschaft bekommt mit, auch wenn er sagt, das sei so abgesprochen gewesen, dass man möglicherweise darauf umstellt, oh, haben wir jetzt die Hosen voll, weil wir trauen uns nicht mehr zu, mit unseren Kontern gefährlich zu bleiben. Sie, wenn Sie sich das nicht fragen, kriegen Sie es gleich beantwortet, weil dann real, weil sie real schläft und real guckt, doch, was da passiert. Und dann sagen die, komm, wo ist der Gang drei, warte mal, Gang 4. So, zack. Und dann kommen die auf dich zu mit allem, was sie haben, was sie können. Hinten fletscht Rüdiger die Zähne und dann geht es ab, geht die Post. Das ist vermessen. Das war eine, eine völlige Fehleinschätzung und ging daneben. Und das hat er Gott sei Dank dann auch, weil jetzt hier das Klang alles war, doch alles so super, so super. Wir haben Schein auch genau. Ja, bitte, zu also dieser diese Entscheidung Weise muss man das machen. Zunächst äh, erklärt er diese Auswechslung etwas später. Das ist dann die zweite Aussage, die wir später einspielen werden. Stellt er sich dann auch diesem Fehler? Aber zunächst seine Erklärung zur Auswechslung Giddens Anton. Ja, eine sehr gute erste Halbzeit. Das Problem war nur, dass wir, dass wir die Bahn von Rodrigo ehrlich gesagt nicht zubekommen haben. Und äh, ich hatte das Gefühl auch in der ersten Halbzeit, dass äh, mit einem Ball, ich glaube Militar oder Rüdiger, dass sie mit einem Ball sehr oft sehr schnell ins 1 gegen Eins gekommen sind. Und da, da, dem wollten wir vorkommen und äh, hatten, hatten das auch geplant, äh, wenn wir merken in der zweiten Halbzeit, dass es... Dass wir hinten reingerückt werden, dass wir immer wieder Momente haben, wo wir früher rausstechen können und dann äh, den Rücken von dem Eins gegen Eins-Spieler decken können, ist natürlich nicht aufgegangen. Wenn du dann fünf Tore kassierst, äh, klar, dann äh, herrscht auch Kritik, aber dem müssen wir uns stellen. Und äh, das hat aber nichts mit Jamie Gittens zu tun und äh, sondern eher aus taktischen Gründen. Mhm. Und wir ziehen noch den zweiten Schein direkt hinterher, damit auch da die Selbstkritik deutlich wird. Nochmal Nuri hin zu dieser Auswechslung der Spielentscheidenden. Ich will gar nicht nach einer Erklärung suchen. Ich stelle mich diesem Fehler. Alles gut. Aber eine Dreierkette oder eine Fünferkette, wie man es nennt, ist, um schneller auf die Bahnen zu kommen. Ja, Ich will mich jetzt hier nicht auf der Pressekonferenz erklären. Wir haben 5-2 verloren. Aber. Das ist kein defensives System, wenn man es so ausführt, wie wir, wie wir es wollen. Also, dass wir schneller auf Rodrigo kommen, dass wir schneller auf Vinny kommen, dass wir eine Absicherung dahinter haben, weil die extrem oft ins 1 gegen 1 gehen, wie auch in der zweiten Halbzeit und sogar in der ersten Halbzeit geschehen. Was sagen Sie? Zum Glück hat er das gesagt hinten nochmal und diese Selbstkritik dazu gefunden. In dem Otto davor er sagte, wenn wir hinten reingedrückt werden, dann wollten wir dem begegnen, wenn wir merken, wir werden hinten reingedrückt. Wir haben nicht gemerkt, dass wir hinten reingedrückt werden, sorry, sondern wir haben dafür gesorgt, dass wir mit dieser Umstellung, Anton kam mit nichts zurecht da hinten und andere auch, wir, wir haben den Weg zum hinten reingedrückt werden selber, die Tür selber geöffnet. Und das, das muss, er, muss er so so akzeptieren. Ich, ich kann ihn nicht, am besten wäre ja jetzt, dann könnte man den Laden ganz schnell zumachen, wenn man sagen würde, hättest du das nicht gemacht, hättet ihr dir das gewonnen, das Ding. Weiß ich nicht. Vielleicht kassierst du dann auch fünf Stück, weil sie, weil sie trotzdem, wie gesagt, Barcelona äh, Real Dinge machen, wenn ihnen Ancelotti sagt, es ist, ist jetzt an der Zeit und diese Stadion bei, bei Halbzeit Bu macht. Das kennt die nicht so. Das finde ich auch nicht so gut. Wenn du aber das dann so umstellst, und wir die, ich noch mal, die Garantie gibt es nicht, aber ich, so ging, ich weiß nicht, bin doch, bin, wer bin ich, ich kann doch keine, keine Kaffeesätze lesen, aber wenn du siehst, jetzt stellt er so um, du siehst, wie alles auf einmal sich verändert. Ein ganz anderer Titel über dem Spiel. So Wir, wir halten das jetzt. Sie haben sich nicht getraut, das 2 zu 0 zu sich weiter zu verdienen, sondern wir gucken, dass wir es irgendwie halbwegs unbeschadet nach Hause kriegen. Und das hat nicht funktioniert und damit wieder sind wir bei der großen Frage gut gemeint, die kleine dumme Schwester von gut gemacht. Es hat nicht funktioniert, das Ergebnis spricht für sich. Einmal 1 zu 4, gut gedacht, nicht funktioniert, einmal 2 zu 5. Hier in, in das tut Es tut deinem leid, weil du siehst, sie hätten, wie, wie gut sie in der ersten Halbzeit gespielt haben und wie, wie manches ging. Möglicherweise hätte, aber konjunktiv, bringt uns keinen Schritt weiter. Das ist ein Prozess, höre ich gerade. Das ist jetzt wird genau, an der Stelle dachte ich mal über Prozess. Das ist ein Prozess bei Dortmund. Wann, wie lange darf der dauern? Welchen. Was, was, welche Probleme kann man einpreisen, kann man akzeptieren, wann müssen welche Ergebnisse kommen, welche Tabellenplätze sollen es denn mindestens sein. Das ist, glaube ich, definiert. Mindestens Platz 1 bis 4 in der Bundesliga. Und in der Champions League, also unter den ersten 24, musst du gelandet sein. Sonst und da sieht es bei Dortmund ja sogar noch besser aus aufgrund der beiden Siege gegen Brücke und Celtic am Anfang. Aktuell ist es Platz 11 in der Bundesliga, allerdings nur Platz 7. Schon vier Punkte hinter den Bayern. Wer bekommt mehr Zeit? Kompanie oder Schahin? Ich glaube, es nimmt sich nicht viel. Ich glaube, bei Schahin ist es noch die, die, der Welpenschutz, die Familienbande. Aber in, Max Eberl haben wir gehört, bei Bayern fängt es jetzt auch familiär zu werden. Wir schützen unsere, und natürlich ist, ist Kompanie auch noch ein Welpe. Und das ist doch so nichts Schlimmes. Das ist eine, ein junger Trainer. Schein ist ein junger Trainer. Der eine kam von Burnley, der andere von Antalyaspor. Das ist deren, deren, das, was sie auf der, auf der, Uhr haben. Kompanie noch, noch Anderlecht, Spielertrainer, viele verrückte Dinge. Alles zählt null. Hilft dir null. Der eine ist bei Bayern. Unter anderem durfte von Edin Terzic übernehmen, der sie fast zum Meister gemacht hatte und ins Champions-League-Finale geführt hatte. Das ist die, die, die reine Wahrheit. Aber es ist ein Prozess. Es ist eigentlich alles toll. Wir mögen das. Wir wollen das. Du hast Gefühl bei beiden ist eigentlich eigentlich könnte es doch, aber es, es wird müssen. Matthias Sammer war als Experte beim BVB-Spiel für die Kollegen von Amazon dabei. Und das ist ja immer eine besondere Konstellation, wenn jemand, der bei einem Verein eine Rolle hat, in dem Fall als Berater, dann auch über diesen spricht. Sammer ist etwas allgemein geworden nach diesem Spiel, aber... Logischerweise musste man das auch auf den BVB beziehen. Er wählte da so Formulierungen wie, ein Problem besteht darin, dass viele Spieler nicht wissen, was man fühlen muss auf dem Platz. Er vermisste Persönlichkeit. Er sagte auch, eine Mannschaft, die unter Druck gerät, muss in der Lage sein, sich zu verteidigen. Gehört das nicht mehr zum Fußball dazu? Hat er gerade über die Bayern gesprochen? Nee, über Dortmund. Ich vermute über Dortmund, aber möglicherweise sehen Sie. Parallel oh, 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 hat, bleiben wir oh, erstmal beim BVB, mh. gibt es da ein Persönlichkeitsproblem? Reus, Hummels, Völkrug sind nicht mehr da. Unfair. Haben die denn wirklich am Ende, für Hummels doch noch, aber haben die anderen wirklich weitergeholfen? Für? Sie haben Spieler geholt, Groß ähm, zum Beispiel, Derassie, ja, Anton, die dir in solchen Phasen dann helfen sollten müssten. Das hat nicht funktioniert. Aber das hat auch bei den Bayern nicht funktioniert. Ob das ein grundsätzliches Problem ist, das wäre schlimm. Wenn das der Fall ist, das kann nur er wissen. Also wenn es so wäre, dass das nur Schönwetter, jetzt um es ganz böse zu sagen, dass das nur Schönwetterfußballer sind. Das heißt, wenn es lustig läuft, dann können die alles... Wenn die, aber, wenn der Wind mal so kommt und der Wind heißt dann Venetius oder wie das Sturmtief heißt und Rodrigo, wenn du dann nicht dagegenhalten kannst, Rüdigermäßig, das kann schon sein, dass also, vielleicht stand er unter dem Eindruck dieses Spiels. Also wenn die Rüdiger sehen, das ist doch der geborene Abwehrspieler, Verteidiger, nicht Ab Quatschabwehrspieler, Das klingt schon wieder taktisch. Verteidiger, sie verteidigen etwas ihr Tor. Ich bin hier dazu. Ich bin ein Torwächter. Und der Torhüter ist ein Torhüter. Bei Bayern muss der Torhüter mittlerweile libero spielen und andere müssen das Spiel eröffnen und all was wir so, so hören. Rüdiger hast du immer das Gefühl, der hat fühlt genau das, was sagen meint. Ich bin hier, wenn mir ein Pass gelingt über 50 Meter, lache ich mich vor selber tot. Seht ihr, ja, wenn dem irgendwas gelingt und ein Tor ist der der. der. Aber der feigst noch mehr, wenn der eine Grätsche hingekriegt hat im richtigen Zeitpunkt und den Gegner daran gehindert hat, sein eigenes Tor zu gefährden, wenn er verteidigt hat. Möglicherweise hat sich vieles in diesem Sport mittlerweile so ein bisschen in eine Richtung entwickelt, die, wenn der Gegner mal richtig gut auf dich zukommt, da fehlen dann diese, weiß nicht, diese Basics. Wenn wir jetzt verteidigen, wir erstmal und danach schalten wir das Umschaltspiel und das Spiel eröffnen und all diese Dinge. Halt doch erstmal diesen Ball als Torhüter und sorgt doch mal dafür, dass der Vinicius nicht, und das ist schwer genug, nochmal, beide Mannschaften hatten das Pech, dass sie bei Dortmund ab der 55. und, äh, und auch schon in der ersten Halbzeit hatten die ihre ein, zwei Gelegenheiten, also langsam. Und, und Bayern gegen ein Barcelona, das ab Minute 20 die Sau rausgelassen hat. Und wenn du gegen solche Gegner kommst, vielleicht musstest du dann gucken, haben wir im Werkzeugkasten jetzt auch jenseits aller Dribbelkünste und aller Dinge, die, die offensiv gepolt sind, haben wir da auch genug Werkzeug zum Verteidigen. Und vielleicht muss dafür ein Trainer auch sorgen. Borussia Dortmund also 2 zu 5 verloren. Überraschend war der Auftritt noch von Edin Terzic. Sie haben ihn gerade angesprochen. Der Mann, der zuletzt mit Borussia Dortmund im Champions League Finale stand, dort gegen Real Madrid verloren hat. Der analysierte und sagte, man kann so ein Stadion zum Schweigen bringen mit langen Ballbesitzpassagen. Das hat in der zweiten Halbzeit gefehlt. Waren Sie überrascht, dass Terzic so kurz nach seiner Dortmund-Tätigkeit schon Bereit ist das Spiel aus Sicht eines TV-Experten zu analysieren und auch zu kritisieren? Mhm. Ja, ja. Es, nach allem, was ich gehört hatte, war ja alles so wunderbar äh, einvernehmlich, hatte man sich getrennt und einfach, er hat gesagt, es ist gut so, der die, die Club auch, es ist alles wunderbar, wir gehen im Besten auseinander und dann wird sein Assistent übernimmt dann, der ein halbes Jahr vorher Weihnachten gekommen war. Wenn alles so, so, so wunderbar harmonisch gelaufen wäre, dann hätte ich gesagt, ist ein bisschen früh, den eigenen Club zu begleiten. Da hätte ich, weiß nicht, bei welchem Sender war er, weiß ich nicht, wenn er, sind so viele Sender, wenn er, wenn er da gesagt Meinst hätte... Das war auch im Rahmen der Amazon-Übertragung. Okay, wenn er gesagt hätte... Nee, Jungs, gute Idee, aber, nee, nee, lass mal. Ist noch ein bisschen früh. Lasst mich mal noch ein bisschen Abstand gewinnen. Dass er es macht, nochmal, kein Vorwurf, ich will da auch nichts reininterpretieren, aber es, Sie haben mich gefragt, hat es Sie überrascht? Antwort, mhm.